Ob das jetzt gerade eine gute Idee war, weiß ich nicht so recht. Mahlzeit zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute hier in der Markthalle 9 in Berlin-Kreuzberg. Eine wunderschöne Halle, wo es nicht nur, wie der Name sagt, Marktstände gibt, sondern auch verschiedene Gastronomie. Und heute probieren wir mal verschiedene wunderbare, leckere Sachen aus, die ich online schon gesehen habe. Und fleißige Zuschauer meiner Videos wissen auch, ich war hier vor Ewigkeiten schon mal für ein YouTube-Video. Aber ich hatte da natürlich nicht alles. Und heute natürlich wieder tatkräftige kulinarische Unterstützung von Felix. Und wir werden beide mal hier alles Mögliche durchtesten, was wir noch nicht hatten. Benni hat mich nämlich gezwungen, kein Frühstück zu essen heute. Und wir haben jetzt 16.30 Uhr. Entschuldigung, guck mal auf den Tacho, ja? Ich bin fast verhungert. Also, was soll ich machen? So ist ja wirklich. Es ist so warm hier drin, ne? Es ist wirklich wie so ein Treibhaus hier drin. Und deswegen essen wir jetzt erstmal frische, heiße Pasta. Ja. Papa, Papa. Endlich. Geil. Holterig, butterig. Fehlt ein bisschen der Wumms, aber ja? Muss gleich merken. Den ja, kostet. Probier mal die Soße. Ja. Ich finde die Ravioli ganz geil. Mit frischem Parmigiano Reggiano oben drüber. Aber ja, die Soße zum Beispiel könnte ein bisschen stärker angebunden sein. Oder halt noch ein bisschen mehr Power vertragen, wie du sagst. Auch Salz ein bisschen noch so. Ja, schmeckt geil, aber da fehlt der letzte Kick. Aber auch an sich eine gute Portion für 10 Euro. Kriegt man in manchen Restaurants weniger für 10 Euro. Vor allem, weil Ravioli sind immer sehr geizig. Ja, das stimmt. Ich hätte weniger erwartet. Normalerweise so drei große Ravioli zusammen mit einem kleinen Kleck Soße für 20 Euro. Einer hat gerade anders geschmeckt, ja. Deutlich kräutriger. Echt, ja? Aber ich war auch einfach mehr Füllung drin. Ja, das kann auch sein. Ist halt handgemacht, ne? Genau. Der Teig ist auf jeden Fall schön bissfest, also so al dente im Prinzip. Ist sogar ein Tick mehr als al dente. Also das italienische al dente ist ja für uns eigentlich schon zu hart. Das hier ist wirklich genau richtig, finde ich. Soße könnte ein bisschen mehr Bums vertragen, aber insgesamt auf jeden Fall sehr solide, würde ich sagen. Ja. Oder? Ja. Perfekt. Vielen Dank. Also wir haben jetzt hier verschiedene Teigtaschen gedämpft vom Bao Gao Club. Also ist für mich, glaube ich, auch das erste Mal, dass... Kann es sein, dass... Nee, nicht das erste Mal, was du denkst. Ach so. Ein Teil vegetarisch und ein Teil mit Fleisch. Es sieht schon mal geil aus. Willst du eine Hälfte haben davon? Ja, komm, teilen das mal. Ein Massaker. Man erwartet viel Teig, aber guter Mix aus Gemüse und Teig. Weil optisch sehen die immer aus, finde ich. Man denkt, man hat nur Teig im Mund, aber ja, geil. Schön luftig auf jeden Fall. Und auch schön herzhaft. Also so auf jeden Fall Sojasauce auch durch die Pilze, glaube ich, gibt es diesen Umami-Geschmack und so. Ist schon gut. Bisschen Chili-Soße noch oben drauf, dann ist perfekt. Geil. Dann einmal jetzt mit Fleisch. Felix ist ja Vegetarier, deswegen einmal das Ganze für mich. Und mit ein bisschen Chiliöl dazu. Boah, geil. Ist richtig schön leicht gedämpft, super weich innen und auch richtig saftig. Und mit dem Chili ist es auch nochmal richtig nice. Auf jeden Fall Zitronengras oder so drin. War schon mal sehr gut. Jetzt müssen wir mal gucken, weil hiervon ist eine Hälfte vegetarisch und nee, vegan sogar. Und eine Hälfte mit Fleisch. Wo auf der Karte nur vegetarisch stand, aber er hat vegan gesagt, ne? Ich glaube, ja. So, die Frage ist, das jetzt Tofu oder Schwein? Boah, Chili Crunch ist richtig gut. Ist nicht zu scharf, eine leichte Süße mit drin auf jeden Fall. Aber ich glaube, es ist Fleisch. Also ich weiß es nicht zu 100%, es ist so schwer zu sagen. Es könnte auch Tofu sein. Ist ein gutes Zeichen, ne, dass die veganen genauso gut wie auch die fleischigen schmecken. So, gucken wir hier. Auf jeden Fall die gleiche Füllung, hier von unten. Ist gleich. Aber warte mal, das sind jetzt drei. Vielleicht habe ich auch einfach die drei genommen, die alle gleich sind. Ah, guck mal hier, das ist auf jeden Fall Fleisch. Ja, dann war der eben vegan. Krass. Naja, das ist so ein gekochter Fleischball, sieht es ein bisschen aus. Einmal hier so richtig schön ins Chiliöl. Oh, geil. Das ist super nice. Ich lasse mir noch ein bisschen Chili Crunch für dich übrig. Oh ja, ich kann den ganzen Teller voll essen. Ist das eine Nuss oder so? Aber Chili ist es nicht. Wenn ihr wisst, was es ist, dann schreibt es mal in die Kommentare, weil ich habe wirklich keinen Plan. Ist das eine getrocknete Bohne? Keine Ahnung. Davon könnte ich mich satt essen. Das machen wir natürlich nicht, weil es geht direkt einmal weiter zum nächsten Spot, würde ich sagen. So, während Felix sich hier im Hintergrund eine Pizza holt und gerade damit kommt, lecker. Sehe ich hier geradezu hausgemachten Hotdog mit Wildschweinwurst. Läuft hier auch richtig schön runter. Bin ich neuerdings auch Fan von. Pizza einfach nur Tomatensauce, Burrata, mehr nicht. Pesto und ich glaube ein bisschen Balsamico. Also Balsamico kaum, aber geil. Wie ist der Teig? Nicht ganz mein Geschmack. Ist mir ein bisschen zu kross. Aber gut, die sind ja auch schon fertig gebacken und werden wieder aufgewärmt. Aber ich bin mehr Fan von weich. Reine Geschmackssache. Mag ja jeder anders. Mega ansonsten. Hi, ich hätte gerne einmal so eine Wildschwein-Hotdog, bitte. Welche Sorte darfst du sagen? Ich nehme All-in-One, bitte.
als kleinen Snack für zwischendurch sozusagen gibt es jetzt einmal einen Hotdog mit Wildschweinbratwurst aus Brandenburg. Super freundlicher Inhaber auch an der Stelle. Das erste, was man schon mal sieht, also was man auch von hier aus sieht, hier sind die Hotdog-Buns von Bäckerei. Eine ja, sehr bekannte und auch sehr gute Bäckerei hier in Berlin, die auch vor allem dann Gastro beliefert. Und das ist hier ein richtig schönes, ich glaube, es ist ein Brioche und das merkt man auch schon. Ne? Es ist super, super weich. Boah, es sind so viele Gerüche, die hier mit dazukommen. Es ist eine Spezialsoße drin. Das muss ich vielleicht nochmal erfragen, was genau das bedeutet. Ansonsten habe ich den All-in-One genommen mit Chili, mit der Wurst natürlich, mit Senf, Röstzwiebeln, sauren Gurken und Bacon. Das klingt geil und jetzt gucken wir mal, wie es schmeckt. Krautsalat ist auch drin. Also das erste schon mal, was man merkt, es geht sauber durch. Und ich liebe Hotdogs, wenn der Biss sauber durchgeht und dass du nicht eine so feste Haut bei dem Hotdog, bei der Hotdog-Wurst hast, dass du raufbeißt und gefühlt erstmal durchbeißen musst. Auch hier, man sieht beim Brioche, dass durch den Biss das zusammengedrückt wurde und auch so bleibt. Und das ist auch richtig, richtig geil. Du hast bei dem Bissen so viele verschiedene Texturen und Aromen von dieser Schärfe, die im Nachgang erst kommt von den Chilis und dieser leicht intensive Wildschweingeschmack. Also Wildgeschmack ist ja auch nochmal viel intensiver, aber hier ist es nicht so krass in your face, wie man das manchmal bei anderen Wildprodukten oder Wildfleischsorten hat, sondern es wird gut ausgeglichen, auch durch die saure Gurke zum Beispiel, durch den Weißkohl. Oh, jetzt war es ein bisschen scharf. Aber auch der Bacon zum Beispiel gibt nochmal einen richtig schönen, salzigen, fleischigen Geschmack dazu. Also unter dem gesamten Aspekt finde ich 8 Euro auch absolut angemessen. Man muss sich so langsam auch einfach verabschieden von diesen Ikea-Preisen. Das geht einfach nicht. Und alle, die jetzt so am Anfang vielleicht dachten, boah, 8 Euro richtig teuer, bedenkt, es ist selbstgemacht. Also gerade so die ganzen Sachen, die halt mit dabei sind. Dazu ist diese Wildschweinwurst aus Brandenburg. Das heißt, das ist natürlich schon erstmal ein richtig teurer Preis. Ein teures Bäckereibrötchen. Das musst du halt einfach zahlen. Ne? Und wenn es dann am Ende des Tages gut schmeckt, ihr wisst, ich bin Fan davon, ich bezahle lieber mehr. Hauptsache, es schmeckt am Ende gut. Und genau das ist es. Es war richtig gut. Kannst du so grob verraten, was in dieser Spezialsoße drin ist? Ja, Ketchup, Senf und Mayo. Ketchup, Senf und Mayo, okay. Ah, okay. Also auch Paprikapulver oder so gar nicht. Krass. Die war richtig gut. Ja. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Bitte? Eine Sache kriege ich bestimmt da rein. Das ist eigentlich ganz geil. Ist hier vorne dieser Fischklapp. Ja. Also frisch gefischt, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Gut, gut. Ja. Dann machen wir das. Klingt gut. Perfekt. Dann vielen lieben Dank. Bis später. Bis später. Ciao. Danke. Ciao, ciao. Bitte. Danke. Das ist geil. Das schön frisch. Spinat und Käse, glaube ich, aber durch den Joghurt geil. Ich meine, da ist so viel Chiliöl wahrscheinlich drin. Das ist kalorientechnisch wahrscheinlich auch genauso. Glaube ich auch, aber wirklich. Ich würde es als sehr leichtes Gericht beschreiben. Probiere ich auch erstmal einen Mantel mit Joghurtsoße und was war es gefüllt? Spinat und? Käse. Käse. Spinat und Käse. Wirklich gut leicht. Die Schärfe, im Essen auch. Ja. Auch wenn es so richtig ölig und fettig triefend aussieht, aber es schmeckt nicht fettig, finde ich. Irgendwelche Kräuter oder Gewürze sind oben auch drauf. Ah, ich glaube Minze. Stimmt, Minze kühlt auch. Richtig durchdacht hier. Apropos kühlen, was ein Übergang. Der Backfisch müsste mittlerweile ein bisschen abgekühlt haben zumindest. Dann probiere ich mich mal daran, ob das jetzt gerade eine gute Idee war. Weiß ich nicht so recht, denn es ist mal wieder was richtig Heißes, was schön frittiert ist, damit man danach noch mehr schwitzt. Perfekt. Und auch in dem Fall das teuerste Gericht des Tages mit 15 Euro. Also Backfisch mit Mangoldblättern und Löwenzahnremoulade. Klingt erstmal spannend. Ah, und Kartoffeln. Wahrscheinlich so optisch zumindest sieht es aus nach so Rosmarinkartoffeln. Eigentlich auch eine richtig schön ausgewogene Mahlzeit. Auch optimal so, wenn man eigentlich schon halb satt ist, nochmal eine richtige Mahlzeit reinzuschallern. Aber wir sind ja nicht zum Spaß hier. Ich probiere mal die Löwenzahnremoulade, weil das klingt so spannend. Ist wirklich Remoulade, aber die ist auch richtig geil, die Remoulade. Ist bestimmt auch in-house gemacht. Der Löwenzahn gibt noch so einen blumigen, leicht schärflichen Charakter dazu. Von Sauerampfer so ein bisschen. So säuerlich scharf. Also der Fisch ist noch richtig saftig. Eine sehr leichte Panade außen. Und einmal zusammen mit etwas Remoulade. Dieser Fisch schmeckt einfach nach Fisch, aber so richtig angenehm intensiv. Und die Panade gibt dazu so eine Salzigkeit. Einmal der perfekte Bissen mit allem und noch ein bisschen Zitrone drauf. Das ist wirklich geil. Ich koste jetzt nochmal den Mangold so einmal. Boah, geil. Da ist bestimmt irgendein Butterschmalz oder irgendwie sowas, Schweinschmalz vielleicht auch dran, keine Ahnung. Weil das hat so einen richtig intensiven, salzigen, fleischigen Geschmack noch dazu. Dann wird das auch einmal noch vernichtet und dann als letztes gibt es noch was Süßes. Mir ist so warm. Die Schärfe, Hitze ist gerade, kickt richtig. Auf was Süßes hast du aber noch Bock. Kleiner Nachtisch geht noch und dann ab ins Bett. So,
So, wir haben uns jetzt einmal hier rausbegeben, weil hier ist es doch ein bisschen angenehmer als drin. Und jetzt wird es Zeit für den Nachtisch. Wir haben bei Sironi, also eine italienische Bäckerei, die übrigens hervorragende Brote machen, ein Croissant mit Pistaziencreme gefüllt. Und ich glaube, ich hatte das noch nie. Hattest du das schon mal? Nee. Perfekt. Es ist nicht ganz so crunchy außen. Mal gucken. Creme sieht schon mal schön cremig aus. Könnte noch ein bisschen mehr nach Pistazie schmecken. Der erste Moment ist schon so, boah, Pistazie. Aber zusammen mit dem Croissant neutralisiert das Ganze ein bisschen. Und es ist nicht ganz so ein Pistazien-Kick, wie man das auch von anderen Croissants kennt. Oder Cornetto nennt man das ja in Italien. Es ist schon gut, aber es könnte noch ein bisschen crunchier sein und mehr nach Pistazie schmecken. So. Ich kann deinem Urteil nur zustimmen. Ein bisschen wenig Pistazie und man merkt, dass sie schon den Tag über lagen. Aber gut, dafür könnt ihr ja nichts. Ist jetzt später Nachmittag auf dem Freitag, da erwartet man nicht, dass die noch, zumindest erwarte ich das nicht, dass die jetzt noch super frisch wie aus dem Ofen schmecken. Und in dem Sinne würde ich sagen, das war's. Es war wieder sehr lecker kulinarisch. Highlights ohne Ende. Schreibt immer in die Kommentare, was euer Lieblingsspot heute war. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video oder in den Kommentaren. Und lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.